So, Hallihallo und Sekiro. Wir sind wieder in Dark Souls 3 unterwegs. Mit unserem Sekiro. Tja. Und zwar wollte ich mal gucken. Gestern den Boss schon fast geschafft. Den ersten. Jetzt wollte ich mal gucken, ob wir noch ein paar Seelen haben. Ja, bisher haben wir noch. Und zwar würde ich gerne auch die Handschuhe holen, die uns mehr Kälteschutz bringen, weil wir haben gestern fast besiegt gehabt. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen mehr Kälteschutz haben, dann können wir ihn, denke ich mal, ganz gut besiegen. Weil wir waren gestern auch kurz bevor wir gestorben sind, waren wir auch eingefroren. Vielleicht wären wir nicht gestorben, wenn das nicht passiert wäre. Jetzt gucken wir mal, wie viele Seelen wir noch am Start haben. Gegenstand kaufen. Und zwar die da, die Handschuhe machen 16, die Hose 17, das lohnt sich nicht. Doch, die Hose ist sogar, wir können sogar die Hose nehmen. Das haben wir schon, Mütze spielen wir nicht. Aber wir sind ja Sekiro. Dann holen wir uns, würde ich sagen, holen wir uns die Hose. Das heißt, wir brauchen 500 oder am besten wären 1000, dann könnten wir uns das komplette Set gönnen. Gegenstand verkaufen. Doch, wir können uns beides holen. Zack und zack. Kaufen. Da, die Handschuhe und die Hose. Sehr gut. Und dann müssten wir das eigentlich schaffen. Na, wo haben wir es denn hier? Zack. Und zack. So. Dann haben wir jetzt die komplette Ausrüstung. Und let's go to the bossy. Reisen. Genau. Sind wir wieder mit dem Aufzug fahren. Dann machen wir das doch. Nehmen wir noch einen Schluck Kaffee. Ganz heimlich und unauffällig. Zwar gehen wir hier lang. Noch ein weiter. So, jumpen wir hier runter und hier runter. Hoho, Millimeter. Natürlich den Aufzug nicht wieder hochgeschickt. Das ist natürlich nächstes Mal ganz ungünstig. Da müssen wir dran denken. Falls wir ihn jetzt nicht schaffen, dass man denn. Nächstes Mal unbedingt.
God damn it. Nur schnell hinrennen. Jetzt können wir richtig fett Schaden machen. Ah, damn it. Geil. Ah, noch ein bisschen. Sehr geil. Ja, ich glaube, 2-3 Mal hätten wir noch geschafft auszuweichen. Dann hätten wir jetzt noch einen Trank vielleicht übrig gehabt. Auf jeden Fall müssen wir diesmal diesen Axtfuzzi wegmachen. Also ist nicht so gut, wenn der uns vom Boss noch ins Genick springt. So, sehr gut. Jetzt können wir nämlich nicht den Aufzug wieder hier hochschicken. So. Okay. Let's go. So. Jetzt laufen wir hier durch. Bisschen Gas geben. Die kommen schon. Die Vögels. So, dann laufen wir hier. Zack. Und zack, eine Rolle darunter. Irgendwo hängen wir fest. So, da sind wir wieder. Jetzt muss man gut ausweichen. Und jetzt schnell hin. Fett Schaden machen. Oh, schnell trinken. Nee, damn it! Bis jetzt hat er uns gar nicht getroffen gehabt. Oh, das wäre ein Perfect gewesen, Digga. Shit. Ich hab schon getrunken, aber es war leider zu spät. Damn! Ah. Schade. Das war ein sehr guter Run. So, hier runter. Damage. Oh, der hatte uns gar nicht getroffen. Bis zum Schluss konnten wir allem ausweichen. Dann zweimal hintereinander. Schade. Zack.
sterben auch hier noch. Schon vorher, vom Boss. Geil, jetzt haben wir nur zwei Tränke, also dürfen wir uns am besten gar nicht treffen lassen wieder. Oh! Damn! Come on, boy! Trinken, trinken. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Wir haben keine Tränke mehr. Dammit. Shit. In ihm drin gestorben. Schade. Puh. Ja, ja. Ja, so ungefähr spielen wir Sekiro auch am Freitag. Ich glaube nicht, dass es sehr viel leichter sein wird. So, sehr gut. Perfect, baby. Wenn wir nur noch durchkommen, ohne Schaden zu kriegen, dann haben wir vier Tränke beim Boss. Stehen die Chancen ganz gut, dass wer diesmal liegt. So. Da noch einer mit? Nein, da kommt keiner. Die Hose haben wir schon. Jetzt können wir nämlich hier runter droppen und den dann mit dem Sturzangriff wegmachen. Zack! Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch hier durchkommen, ohne Damage zu bekommen. Perfekt! Perfect Boss Way. Nice. Ganz knapp. Oh, schnell trinken. Nein, nein, nicht trinken. Schnell hinrennen. Hinter ihn. Solange er das macht, können wir uns heilen. Was ist los? Was ist los, Dicker? Warum? Warum? Was soll das? Der hat uns gar nicht getroffen. Das gibt's doch nicht. Ah, Souls. Souls, Souls. Ah. Das gibt's doch nicht. Thank you.
So. OMG, das gibt's doch gar nicht, ey. Wo soll man denn sonst hin? Bin doch ausgewichen, Mann. Damn. Noch einer? Nein. Sehr gut. Der Boy noch. Zack. Und dann rennen wir hier durch. Sehr gut. Voll, Dicker. Oh, 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 geh weg. Bisschen Abstand gewinnen. Und trinken, trinken, trinken. Jetzt tut er wieder sprühen, dann können wir wieder gut Schaden machen. Zack. So. Rollen. Trinken, trinken, trinken. Ich trink doch die ganze Zeit, Dicker. Trink doch einfach. Huhu. Ah, dieses Spiel. Oh, wie ich das nicht vermisst habe, dieses Gefühl. Das war doch perfekt gewesen, Alter. Ja, jetzt sterben wir hier noch. So. Was hat der gedroppt? Oh, Titanitscherbe, sehr gut. Unser Katana aufleveln, bevor wir den besiegt haben. Ja, ja. Ha, ich freue mich schon auf Freitag. Bestimmt genauso geil. Zack, zack. Einer mitgekommen. So. Nice. Muss ich hier wieder schön runter droppen. Kann man auch hier, wenn man hier zu weit runter droppt, ist man auch schon tot. Ist mir auch öfter passiert. Hat er noch dabei? Armbrust. Okay. Hab ich noch nie benutzt. So. Next one. Weg, weg, weg. Oh, oh, oh. Weg. Oh, Millimeter.
Damn it. What the fuck? Wir leben noch. Gerade so. Trinken. Boy! Yeah! Szene von Nordwindtal. Nicey nice. Oh, geil. Geil, geil. Adrenaline Shark, baby. Geil. So. Dann kommen wir jetzt hier schön raus auf die Klippe. Mal wieder Klippe. Warum haben wir den nicht einfach auf die Klippe geschubst? Ach so. Doch, haben wir das Banner schon? Ja, Banner nicht im Inventar. Ja, das Banner ist nämlich ganz oben. Ah, oh, damn. Nämlich erstmal das Banner holen. Jetzt wollen wir erstmal im Leuchtfeuer rasten. Und dann müssen wir nämlich ganz hoch an den ganzen Rittern vorbei. Wir rennen einfach durch. Die haben wir eh keine Chance. Haben wir letztes Mal schon probiert. So, an den hier gehen wir vorbei. Die sind lahm. Da müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt sind zwei Ritter. Einer ist da. Der killt uns schon. Der andere ist hier. Wir müssen nämlich schnell hier rein. Hoffen, dass die jetzt nicht so schnell mitkommen. Dann müssen wir nicht hier mit der Alten schnacken. So, dann haben wir nämlich das Banner. Ja, zum Glück kommen die nicht hier rein. Das wusste ich gar nicht mehr, ob die einem hier vielleicht ins Genick springen. Ich weiß gar nicht, hier die Alte kann man eigentlich töten. Was ist das? Und dann kriegt man was, glaube ich. Und zwar Becken der Gelübde. Der blaue Pfad, genau. Und da kann man nämlich jetzt schon dem blauen Pfad beitreten. Hier nämlich. Schwört dem altblauen Pfad Treue. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das war, aber da kann man auch Punkte sammeln. Jetzt können wir, glaube ich, einen Heimatknochen nehmen. Zum Leuchten. So, gehen wir mal zum Feuerbandschrein. Wollen wir mal geschwind aufleveln, bevor wir unsere Seelen wieder verlieren. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, können wir jetzt auch noch unser Katana ein bisschen aufleveln. Gehen wir erstmal nach dem Katana gucken. Oder vielleicht können wir sogar Scherben kaufen. So. Waffe verstärken. Uchigatana, sehr geil. Das haben wir schon. Waffe durchwirken. Nee, na gut, das Feuer wäre halt jetzt, wäre eben gut gewesen, aber haben wir nicht. Ich glaube, den kann man auch irgendwo bekommen. Estus Flakon verstärken können wir auch noch nicht. Okay. So, tun wir erstmal aufleveln. Welcome home, Speedy. Aufsteigen. So, auf jeden Fall. Noch Konditionen, also ich fand die Ausdauer war immer sehr schnell weg. Und dann bräuchten wir noch. Farewell,
Schauen wir mal, was wir hier noch kaufen können. Oder ob wir noch was poppen können. Nein, Titanitscherben gibt es nicht. Das brauchen wir alles nicht. Klamotten. Zauber benutzen wir nicht. Schilde benutzen wir nicht. Klamotten haben wir schon an, bis auf den Hut. Den benutzen wir nicht. So. Was können wir noch verticken? Wir könnten höchstens den jetzt für 2000 verticken, aber die kann man auch später umtauschen. 2000, ja, das ist auch zu viel dann. Haben wir trotzdem wieder über 1000 übrig. So, genau, hier Nordwindtal. Und dann gehen wir mal ins nächste Gebiet. Checken das mal ab. Let's go, 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 let's go, go, go. So, und dann können wir mich jetzt hier das Banner aufstellen und dann schauen wir, was passiert. Das sind alle begehbar, die Bereiche, die ihr seht. Also es gibt natürlich noch mehr. Oh, süß. Das ist so ein kleines Banner. Oh. Wären wir mal hier weggeflogen. So, dann haben wir schon das nächste Leuchtfeuer. So. Leuchtfeuer entzündet. Guck mal. Ich glaube, hier oben gab es auch noch irgendwo ein Item. Da, genau. So. Genau, haben wir schon eine große Seele. Ich bald schon wieder ein Level machen. Das ist hier immer ein bisschen komisch, dieses Gebiet, so eine riesige Mauer einfach. Und ich glaube, da vorne war gar nichts. Und sind ein paar Zombies oder gab es hier vorne was? Oder ich habe immer gedacht, hier gibt es vielleicht einen Geheimgang. Man kann hier so ein bisschen hoch, glaube ich, aber da gibt es nichts, wie ihr seht. Ja, die bekämpfen sich gegenseitig, die Freaks. Muss man nur abwarten. Dann kommen sie nämlich hier hoch. Die Hundebabys. Bau, bau. Und der nächste Baubi. Ah, schwierig mit Sprungattacke, bist du weit. Na come on. Und ich glaube hier links oder so kommt noch mal einer. Ich glaube hier. Na, da drüben ist keiner. Genau hier, der springt einem nämlich sonst ins Genick neu. So, wenn man nämlich auf der anderen Seite vorbeiläuft. Haben wir hier einen Köderschädel gefunden. Und dann gibt es hier noch so einen Freak, die sind alle tot. Bis auf der da, der lebt noch. Das ist ein Boy, ein Buddy. Nimm seine Dienste an. Und der ist nämlich jetzt in unserer Base. Den können wir bei dem Zauber kaufen.
So, was haben wir hier noch? Noch ein paar Heimatknochen. Und da unten liegt schon wieder ein Drache. Aber da kommt man, glaube ich, gar nicht hin. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt man dort überhaupt nicht hin. Gibt's nachher noch eine ähnliche Stelle mit so einem Drache, aber die ist wo ganz woanders. Und die sieht auch anders aus. Da unten, das weiß ich gar nicht, ob man da hinkommt. Das könnte der Sumpf sein. Oh, nicht runterfallen bitte. Das könnte hinten der Sumpf sein. Da gibt es drei solche hohen Türme. Da kommt man später auch hin. So. So, jetzt hier durch das Tor. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alles down. Da gibt es nichts mehr. Gar nichts mehr. Da ist der Hebel. War hier noch was dahinter? Nein. Okay. Schön alles geklärt. Hier aufpassen. Hier rechts war, glaube ich, auch noch ein Fuzzi. Diese Fuzzi in den Spitzhüten. Die fand ich immer ganz cool. So, haben wir hier noch ein Leuchtfeuer. 2 Meter weiter. Also das fand ich bei Dark Souls 3 ein bisschen übertrieben, dass man halt stellenweise alle 2 Meter. Was haben wir hier? Hier können wir jemanden beschwören. Brauchen wir aber nicht. Dass man bei Dark Souls 3 echt mal an stellenweise alle paar Meter ein Leuchtfeuer hat. Das war bei Bloodborne oder bei Dark Souls 2 deutlich anders. Sprungattacke. Zack, voll ins Gesicht. Nice. Hier gibt es auch nichts mehr. Gibt's auch nichts mehr. Was haben wir hier unten? Oh, das ist das Anor Londo? Nee. Nee, ist nicht, glaube ich. Das ist diese eine Kapelle. Da kommt man überall auf jeden Fall noch hin. Dann gehen wir mal hier noch durch. Und zwar, ich würde eigentlich gleich zu dem Holz gehen, zum Holzboss. Mal eigentlich durchrennen. Das ist zwar eine Stelle, die ein bisschen gefährlich ist. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Hier einfach durchrennen. So. Und dann nehme ich hier gleich rechts über die Brücke. So. So ging das doch. Damn. Da gab es auch, glaube ich, noch einen Geheimgang. Aber egal, jetzt gehen wir hier lang. Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir hier die Tür schnell auf. Dann würde ich nämlich gleich den nächsten Boss schon probieren. Ja, wo müssen wir lang? Genau hier lang. Können wir nämlich hier runter droppen und den dann im Sprungangriff wegmachen. Zack. Ist er down? Nice. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube, hier kommt das nächste Leuchtfeuer. Ja, genau. Zack. Aber wir hocken uns nicht hin. Sondern wir gehen gleich weiter. Genau, und wenn wir jetzt hier vorne, glaube ich, können wir runterjumpen. Und dann sind wir schon kurz vorm Boss. Vorm zweiten. Und dann haben wir nämlich die Vögel da auch umgangen. Hier runter. Ich glaube, hier war ganz gut. So. Dann machen wir die zwei noch weg.
Da oben lassen wir auf jeden Fall stehen. Warte mal, ne, hier gab es dann glaube ich keinen Bonfire. What the heck? Boah, habe ich mich erschrocken. Habe ich gar nicht kommen sehen. Da hinten noch den Hund. Komm her, du Hund. So. Ja, die ist mies, die alte. Und da war noch einer, der ist aber Gott sei Dank da oben geblieben. Hat die auch was gedroppt? Nein. So, der hat irgendwie total verschlafen, dass wir da sind. So, hier gab es nämlich nichts und da. Genau, das konnte man von hier aus nicht öffnen. Da müssen wir. Ah, hier muss man doch mal rumlaufen. Lass mich nachdenken. Wir können aber. Warte mal, wenn wir hier wieder hochgehen. Nee. Hier gab es nichts mehr. Da gehen wir garantiert nicht hoch. Da ist so ein ganz fetter Freak. Also. Den packen wir eh nicht. Da drüben sind auch so fette Freaks. Den lassen wir lieber stehen. Aber wir können hier durchgehen, glaube ich. Dann können wir hier so ein paar Ratten schnetzeln. Hier so ein paar kleine Boys. Come on. Na, was los? So, dann kriege ich da vorne ein Item und dann können wir nämlich da die Treppe hoch. Da kommt erst noch die Rattenmutti, die kommt nämlich jetzt gleich hier raus. Wo bist du? Die müssen wir besiegen. Sonst killt die uns nämlich. Aber die könnten wir auch schaffen. Da ist sie. Machen einfach einen geilen Sprungangriff voll ins Gesicht rein. Und dann haben wir sie nämlich schon fast down. Und zack. Nice. Blutbissring. Sehr geil. Jetzt kommt man nicht da hinten kaum die Treppe hoch. Beißt euch nämlich in die Füße ab. Wenn ihr versucht, die Treppe hochzugehen. Die Leiter, natürlich. Das ist natürlich keine Treppe, sondern Leiter. Und kommen jetzt von hier aus durch. Ich weiß gar nicht, hier war doch eine Tür. Ja, sehr nice. Genau, jetzt sind wir nämlich hier unten. Können wir noch so, nee, da kommen wir nicht hin an die Titanitscherbe. Finstergeist. Haben wir am Start. So, reisen, reisen. Ich weiß gar nicht, konnte man da durch? Lass mich mal nachdenken. Erstmal gehen wir wieder zum Feuerbandschrein und geben unsere Seelen aus. Und ich glaube, dann können wir noch zum Holzboss kommen. Mal überlegen, kam man da durch? Ich glaube schon, wenn man da durchgeht, wo der Riese hinschießt, dann kann man eigentlich zu dem kommen. Ob wir noch eine Waffe leveln können? Verstärken, fehlen uns 6 kleine Titanitscherben. So, dann würde ich mal noch ein Level Vitalität machen. Zack. Dann haben wir nur noch 200 übrig, das ist gut. Was haben wir noch zum Poppen? Was kostet das nächste Level? Zeig mal her, Baby. Das nächste Level kostet 3,1. Verkaufen.
Ja, 400 haben wir nur, aber wir können noch den Ring anlegen. Der war, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Erhöht die Blutwundsresistenz, sehr gut. Und den haben wir ja am Anfang gekriegt, den Lebensring. Erhöht unsere TP. So, gut. Ich sage, dann war es das heute schon wieder mit Warm-up. Ich hatte eigentlich nicht geplant, morgen noch ein paar zu machen, aber ich würde sagen, wir machen morgen noch mal eine Stunde und dann können wir nämlich dieses Bäumchen noch legen. Das hätte ich auf jeden Fall noch Bock drauf. Und dann bis zum nächsten Boss dauert es eh lange, dann kommt dann höchstens noch dieser Feuerfreak. Aber den mag ich eh nicht. So, dann würde ich sagen, jetzt machen wir mal kurz Pause und dann geht's mit PvP weiter. Und danke fürs Zuschauen. Und